Julian ist offensichtlich wieder bei Konami und wir gucken mal in sein Video rein, warum das so ist. Let's go! Hallo zusammen zu einem weiteren Video auf meinem Hallo. Kanal. Und ja, heute gibt es ein kleines Thema, was ich gerne mit euch besprechen würde. Ihr habt es sicherlich schon am Titel gesehen. Logischerweise. Und vielleicht fange ich das Ganze erstmal von hinten an. Und zwar war ich viele, viele Jahre Konami-Partner und das auch immer mit einer absolut extrem guten Zusammenarbeit und das eigentlich auch bis damals letztendlich die Partnerschaft beendet wurde von meiner Seite. Was ja auch wichtig zu erwähnen ist, ich glaube, Julian hat kein Video zu dem Thema gemacht, dass er bei Konami aufgehört hat. Ich glaube, also weil CK und Random Brain haben ein Video dazu gemacht und er hat, glaube ich, kein Video gemacht damals. Das Ganze ist jetzt circa 7, 8 Monate Noch her, kein wo ich Jahr, okay. jetzt kein Konami-Partner war und ich muss sagen, die Zeit, wo ich mit Konami zusammengearbeitet habe damals, war unfassbar genial. Also wirklich, war eine richtig, richtig gute Zeit. Okay. Und auch gerade Konami Deutschland hat damals einen unfassbar guten Job gemacht und machen das auch heute noch. Deswegen an dieser Stelle nochmal ein fettes Danke. Und die haben uns da Dinge ermöglicht und auch gerade mir, die so nie möglich gewesen wären. Das war damals alleine schon der Besuch der Welt. Aber was ich jetzt so spannend finde, ist, er hat immer noch seine ganzen Sponsoren. Es scheint, dass es für ihn wohl keinen großartigen Nachteil gegeben hat, dass er jetzt mit Konami wieder verpartnert ist, was ich für ihn halt gut finde. Also es scheint, dass das wirklich immer noch funktioniert. Meisterschaft in Berlin, dahinter die Kulissen schauen zu dürfen, Ja, das war mit einer cool. Abogröße von 3.000, 4.000 Abos. Ich glaube, das war definitiv nicht selbstverständlich und dass da gerade weiter auch auf mich gesetzt wurde. Dafür bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Und auch gerade die ganzen Events drumherum, die Messen und alles, war extrem cool und auch mega gut organisiert von Konami. Und deswegen, wie Okay. gesagt, war immer alles tipptopp. Aber, jetzt kommen wir zum großen Aber, trotzdem war es damals für mich die absolut richtige Entscheidung zu sagen, so wie die Partnerschaft aktuell läuft, funktioniert das Ganze nicht mehr. Und deswegen war das auch der richtige Schritt, die Partnerschaft damals zu beenden. Ich habe da dann. Ich denke, man wird jetzt nicht darauf eingehen, warum das beendet wurde. Das würde mich wundern, denn das war ja auch der Grund, was CK und Random Brain im letzten Video nicht genauso gesagt haben. Deswegen glaube ich, wir werden jetzt keinen Grund dafür kriegen, warum das beendet wurde. Ja auch ein kleines Statement-Video zu gemacht, nachdem Also CK er hat doch ein damals Video sein gemacht, Video okay. gepostet hat und habe dann natürlich auch mit ein paar Dingen aufgeräumt, kann man sich natürlich auch sehr, sehr gerne nochmal anschauen, aber Gerne. was ich dort immer gesagt habe, ist, dass ich mir für die Zukunft eine Zusammenarbeit extrem wünschen würde, wenn wir das irgendwie wieder hinbekommen zu anderen Bedingungen, zu anderen Optionen und genau an diesem Punkt sind wir jetzt, wir Okay, haben uns tatsächlich wieder cool. einigen können. Und Das es freut mich. gibt tatsächlich ab jetzt wieder die Zusammenarbeit. Und ich wollte das Ganze nicht einfach totschweigen, so nach dem Motto, hallo, hier bin ich wieder mit dem nächsten Video, was dann irgendwie als sponsert deklariert ist. Das wollte ich nicht. Ich möchte da tatsächlich ein bisschen Transparenz reinbringen. Finde ich Und gut. ich weiß, dass es generell ein großes Thema ist, was die Yugi-Community auch damals enorm beschäftigt hat. Und deswegen denke ich, ist Ja. es nur fair, dass ich euch jetzt auch sage, dass ich wieder Konami-Partner bin, was mich persönlich sehr, sehr freut. Da wird jetzt sicherlich der ein oder andere sagen, ja, klar, Geld geil, machst es nur wegen der Kohle. Ja, Aber ich wenn ihr glaube das aber, denken wollt, dann ja, halte ich. ich glaube, das ist aber gar nicht da, wo es um Geld geht. Also klar, man wird auch ein bisschen was springen lassen, aber nicht so viel, sonst hätte sich damals ja die Wege nicht getrennt. Ich glaube, das ist eher wirklich halt der Zugriff zu Konami selber ist, der wirklich da das wichtig macht, dass man da halt wirklich mit im Boot sitzt und auch vielleicht verschiedene Entscheidungswege vielleicht mitbekommt, wie Sachen halt gehandhabt werden und vielleicht auch ein bisschen Einfluss darauf hat, wie Konami das in Zukunft bei uns halt machen wird. Ich glaube, dass das ein viel größerer Punkt dafür ist, da mit damit einzusteigen, als das Geld selber. Euch davon nicht ab, aber die Partnerschaft mit Konami öffnet mir halt so viele Türen Ja, und das meine ich macht ja. oder bringt so viel Freude auch mit. Deswegen, wenn man sich allein in diese Grundlage mal versetzt oder in diese Position versetzt, dann kann man das vielleicht auch ein bisschen verstehen. Denn gerade diese Events wie Weltmeisterschaften, Messen, wo ich letztendlich mit euch Kontakt haben kann, wo ich auch gegen euch zocken konnte, also Yugi mit Beat the Master und was nicht alles, hat mir unglaublich gefehlt und deswegen hoffe ich natürlich, dass solche Dinge in Zukunft wieder möglich sind und vielleicht kommt natürlich auch wieder das ein oder andere Opening, wer weiß. Das ist natürlich auch nicht unmöglich War ja, glaube und ich, auch viele schon. andere Projekte sind dadurch eben vielleicht wieder möglich. Deswegen ist die Partnerschaft für mich enorm wichtig und ich freue mich auch darauf auf die weitere und kommende Zusammenarbeit. Glaube ich. Denn wie gesagt, Konami Deutschland macht einen extrem guten Job und auch die Leute, die dahinter stehen, wir standen da immer in Kontakt zwischendurch. Ich Jetzt finde nicht. faszinierend, dass sie immer wieder betonen, dass Konami Deutschland so einen guten Job macht. Das heißt, die anderen scheinen wohl nicht so ganz den krassen Job zu machen.
bin ich ja jetzt nicht ganz im Thema drin, aber ja, genau, in Deutschland habe ich persönlich ja keinen Kontakt mit gehabt, werde ich in Zukunft auch nicht haben, aber es ist spannend zu sehen, dass wirklich dieses Team in Deutschland wohl ziemlich gut sein soll. Das, was ja gut ist. Permanent, aber man hat sich immer in regelmäßigen regelmäßigen Zeiten ausgetauscht und der Kontakt ist da wirklich nie komplett abgebrochen und da wurde sich jetzt dann auch enorm eingesetzt nochmal, dass das wieder funktioniert, deswegen hier einfach nochmal vielen, vielen Dank. Voll. Und natürlich auch vielen Dank an euch für den Support, weil auch ohne euch wäre die Partnerschaft natürlich auch nie möglich gewesen. Macht keinen Sinn ohne Zuschauer. Ich würde jetzt sagen, genug mit der Schleimerei. Ihr seid auf jeden Fall jetzt wieder im Bilde. Ich bin wieder Konami-Partner, das heißt, ihr könnt da sicherlich mit dem ein oder anderen Video rechnen und vielleicht wird es der ein oder andere auch nicht so gut finden aufgrund der Vergangenheit. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ihr könnt sehr, sehr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Vielleicht ist es euch aber auch einfach vollkommen egal. Das wird wahrscheinlich bei den meisten so sein. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich möchte einfach ein bisschen transparent sein und ja, mehr gibt es da an dieser Stelle von mir eigentlich auch nicht zu sagen. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Also ich persönlich finde das wieder einen guten Schritt zurück. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist halt, ob CK und Victor wieder einen Weg zurückfinden, also CK, Phoenix und Ren Brain auch wieder einen Weg zurückfinden, oder ob das für die beiden halt gelaufen ist und Julian jetzt mit Maurice und Car-Journalist einer der einzigen ist, neben Trader Online, die damit wirken, oder ob es bald noch andere Konami-Partner gibt, die wir vielleicht noch so im Hintergrund aus dem Boden schießen sehen. Wir werden es sehen. Lasst mir ein Like da für das Video. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.